Wir hatten kürzlich ein Telefonat mit jemandem, dem es sehr schlecht ging. Und am Telefon sagte er, dass er psychisch krank sei. Und als wir so telefoniert haben, fragten wir ihn, ja, wer sagt das denn eigentlich? Und seine Antwort war, das habe ich sogar schriftlich. Das habe ich sogar schriftlich. Das fand ich sehr interessant. Diese schriftliche Aussage, Achtung, Folgendes ist mit dir, war etwas, was er für sein Leben genommen hat und gesagt hat, das ist es. Und wer auch immer das geschrieben haben mag, es ist von ihm als die Wahrheit über seinem Leben akzeptiert worden und er trug es wie ein Schild vor sich her. Ich bin psychisch krank, ich habe das schriftlich, das ist mein Leben. Und weißt du was? Das ist der völlige Wahnsinn. Das ist der völlige Wahnsinn. Er hat irgendjemand, der es vielleicht in guter und vielleicht auch nicht so guter Absicht gemeint hat und etwas über sein Leben proklamierte, erlaubt, sein Leben in einer Art und Weise zu begrenzen, die für Kinder Gottes nicht in Ordnung ist. Wir haben schriftlich, was Gott über unser Leben sagt. Und das ist die Wahrheit. Und das ist das, was du für dein Leben ergreifen solltest und sagen sollst, ich habe schriftlich, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, ich bin erlöst, ich bin befreit, ich bin absolut in der Lage, das zu tun, was Gott möchte, dass ich tun soll. Ich bin gesegnet, ich bin angenommen, ich bin geliebt und so weiter und so weiter. Die Bibel ist voll von Dingen, die Gott über uns ausspricht, wo er sagt, das bist du. Und meine Frage ist, wem oder was erlaubst du, dass er dein Leben definiert? Was sprichst du über dein Leben aus? Was glaubst du über dein Leben? Vielleicht, was irgendwelche Eltern gesagt haben? Lehrer? Vorgesetzte? Pastoren? Irgendjemand? Ärzte? Psychologen? Irgendjemand, der gesagt hat, pass mal auf, das ist das, was dein Leben betrifft und da kommst du nie raus? Ich will dir was sagen. Wenn immer es eine negative Aussage ist, wirf sie über Bord, nimm deine Bibel und sage, was hier drin steht, das ist das, was mein Leben definiert. Ich bin das, was dieses Buch sagt, wenn ich ein wiedergeborenes Kind Gottes bin und nichts anderes. Ich lade dich herzlich ein, die Wahrheiten der Bibel für dich zu entdecken und sie für dich in Anspruch zu nehmen. Lass nicht zu, dass ein Arzt oder ein Vorgesetzter oder ein Lehrer oder irgendjemand dein Leben in einer negativen Art und Weise eingrenzt und verdirbt, indem er dir irgendeinen Stempel aufdrückt. Und du trägst das vor dir her und sagst, das bin ich. Werd frei davon. Werde wirklich frei davon. Gott sagt, wenn der Geist Gottes frei macht, der ist wirklich frei. In dem Sinne glaube ich, Gott hat viel, viel mehr für dich.